Servus und willkommen zu der neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, wir haben hier ein bisschen noch was laufen lassen. Die Kiste ist jetzt. Die Kiste habe ich abgegradet auf Eisen, damit ich da mehr reinkriege. Aber ich habe festgestellt, viel zu wenig drin, dass der richtig arbeiten kann. So, und ich brauche hier einen zweiten Ofen. Das mindestens einen zweiten. Eigentlich bräuchte ich schon noch mehr. Das heißt, wir werden das mal in Angriff nehmen. Ich habe ein bisschen Sand mir noch geholt. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Clay, glaube ich, ne? Habe ich keinen Clay da? Bin ich clayless? Das wäre natürlich jetzt super. Müsste man nämlich Clay holen. Nee, hab noch ein bisschen was. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass wir genügend zusammenkriegen, dass wir auch das alles rauskriegen, was wir brauchen. So, und den Wooden Frame packe ich jetzt zum Werkzeug, weil das ist eigentlich Werkzeug. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 36 Stück. Nochmal weitere 27, ja, haben wir noch einen? Nein. So, unfired. Ja, ich brauche auf jeden Fall, ich will 64 Stück haben. Macht keinen Sinn mit 63. Das heißt, wir brauchen auch noch Clay. Gott. Die Liste wird größer. Was wir alles brauchen. Okay, also. Dann hätte ich jetzt mal gesagt, den Frame schmeißen wir hier rein. Das Zeug tun wir wieder raus. Und dann kommst du dahin. Das heißt, ich brauche zwei Eimer. Ja, weil das Creosote verschwindet jetzt auch gerade sehr schnell. Da wird es Zeit, dass wir definitiv noch einen zweiten bauen. Dann hätte ich gesagt, den machen wir auch mal erstmal hier rein. Nichts Großartiges, einfach erstmal hier reinsetzen. Weil dann müsste ich die Base noch viel, viel größer ausbauen, dass ich da mal einigermaßen anfangen kann, mir zu überlegen, wo ich was hinsetze. Weil ich hätte eigentlich gerne die Zaubersachen ziemlich weit vorne und die Maschinerie eigentlich ziemlich weit hinten. Ich muss halt nur dran denken, es ist jetzt diesmal nicht flach, wie ich es jetzt zum Beispiel beim mir auf dem Zocken-Server habe, sondern bei mir ist es hoch. Das heißt, es kommt auf jeden Fall noch eine Ebene drüber. Und wenn dann noch eine Ebene drüber kommt, ja, vielleicht mache ich sogar die Maschinen dann ein Stockwerk drüber. Dann könnte ich die Base vielleicht sogar etwas kompakter bauen. Muss ich alles, wird sich alles zeigen, wird sich alles zeigen. So, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet. Break Schaufel auf Doom brauche ich nicht. Das ist das, wo wir jetzt hinarbeiten wollen. Dass wir mal da ein bisschen Struktur haben. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt rausgefunden habe, dass man jetzt mehrere Seiten haben kann, was ich auch klasse finde. So, schauen wir mal. Verwendet der Dampf. Ja. Gut. Das heißt, der baut ein bisschen ab. Dann hätte ich gesagt, ich brauche Flint. Zwei Stück. War hoffentlich schnell genug, jawohl. Denn wir brauchen auch noch Glas.
Ich werde natürlich nicht das kleine Rezept machen, sondern ich mache das größere. So, und ich habe natürlich endlich mal die Erze auch in die Hand genommen. Das Problem ist nur, Gypsum habe ich schon. Gypsum kann ich rausmachen. Kalzit habe ich noch nicht. Also klären wir uns das. Das heißt nämlich für mich am Ende der Folge, wir gehen auf Erzesuche. Wie gesagt, mein Problem ist aber momentan mehr die Kohle, weil da muss ein bisschen mehr rein. Momentan ist es nur noch hin und her laufen, was nicht Sinn und Zweck ist. Aber es kann natürlich jetzt dann eiskalt passieren, dass mir die Materialien vorher ausgehen, dass ich bevor ich 26 Stück zusammen habe. So, was haben wir denn? Steam Age. Wir kriegen Compressed Charcoal. Und ein Ipskin 2.0. Block of Charcoal. Okay. Ja, also auf jeden Fall, der arbeitet schon mal. Das heißt, das haben wir uns schon mal genommen. Brauche ich mehr? Bronzeplatten wären für die Maschine gut. Ja, ich nehme Bronzeplatten. Muss ein bisschen momentan aufpassen auf meinen Tank da draußen. Hoffe, dass ich nur dran denke, dass ich da welche da habe. So, auf jeden Fall zum Futtern habe ich jetzt auch schon einiges. So, Kalzitdust, da brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr. Also ich muss auf jeden Fall Lapis finden. Das ist das Wichtigste. Am besten auch ein Schaf. Das hätte ich gesagt, packe ich hier mit rein. Quarzsand. Machen wir damit weiter. So, und zwar, den habe ich da hinten momentan stehen. Es wird schon wieder dunkel. Es gibt auch die kleine Variante. Es gibt die große Variante. Ich nehme die große. Das sind jetzt schon mal 8 Glas. Und dann hätte ich gesagt, gib ihm. Auch nicht reinlaufen, ich brauche nicht zum Bett laufen, ich kann mich einfach hinlegen. So, Apfelbaum sehe ich auch gerade, ist gewachsen. Wenn wir halt irgendwann Material en masse haben, können wir das sogar stylisch machen. Können wir unseren eigenen Baum hin basteln. So, okay, also, was haben wir denn noch? Bronze-Ingots, 11 Stück. Red Alloy. Sehr schön. Habe ich das jetzt über eine Quest bekommen? Ne, über den Lootbag habe ich den bekommen. Okay, was auf jeden Fall Sinn macht. Und zwar, wir haben jetzt auch einiges an Dias geholt. 37 Stück haben wir. Es bringt nichts, wenn du es die ganze Zeit wiederholst. Ich weiß, du brauchst Kohle. Und anders als die meisten denken. Ich brauche keinen Zaster, sondern ich brauche wirkliche Kohle. Und der Coal Igniter ist leider noch ein bisschen entfernt, weil dafür braucht man Stahl. Und solange ich keine Lapisader gefunden habe, kriege ich keinen Stahl. So, aber wir haben schon mal das untere Fundament. Aber dann bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher,
dass mir das nicht reichen wird. Das heißt, wir müssen jetzt losgehen und Clay holen. Ist doch schön. Also, auf geht's mit Gebrüll. Ja, und Sand reicht mir auch nicht. Ich habe keine Bronze dabei, das sollte ich mir auf jeden Fall ein oder zwei mitnehmen. Ich sollte mir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Habe ich. So, und bevor ich jetzt da los tingle, verbraten wir mal die ersten Dias. Und wir bauen uns einen Greg-Tech Hammer aus Diamanten. Wir müssen den noch ins Inventar packen, sonst erkennt das nicht. Dankeschön. Packen wir dich da rein. Jetzt haben wir sogar zwei Dias geschenkt bekommen. So, wie viel von dir kann ich noch machen? Ah, es bringt mir nichts, weil wenn ich jetzt losmarschiere, läuft mir nur der Dampf voll. Was man gerade gehört hat. Und dann verpufft er. Jawohl, wir haben jetzt schon mal mehr als 32. Die magische Zahl. Das heißt, ich kann den da nochmal anwerfen. Dieser Draw Key wäre was Schönes, aber dafür brauche ich auch Stahl. Hoffe ich mal noch, dass der noch einmal durchläuft. Und nicht, dass er das Glauben anfängt. Ja, das ist mir auch einen guten Weg, dann einen zweiten zu kriegen. So. Das heißt, wir laufen jetzt mal. Also da gibt es keinen. Da habe ich auch nicht viel gesehen. Hätte ich mal gesagt, wir gehen jetzt von hier nach hier. Und ich sollte, wenn es möglich ist, noch den da mitnehmen. Ich habe dich schon fallen sehen. Aber wir brauchen halt jetzt wirklich Clay und Sand. Jetzt muss ich halt wirklich jeden Sand mitnehmen, den ich sehe. Erstmal. Demnächst sollte ich auch mal einen Scoop bauen. Weil jetzt sind auch immer wieder mal... Ah, hallo. Hallo Sand. Aber wir hätten ja eine Alternative für Sand, ne? Haben wir ja gefunden. Der Nachteil, wenn man nur einen Block abbauen soll. Ich weiß, du bist ein richtig schönes schwarzes Pferd. Jetzt bei mir so richtig schön reinpassen. Den nehme ich auch mal mit. Und vor allem so eine Lapis-Vene hat auch noch gleichzeitig den Effekt, dass ich meinen Lack da verbessern kann.
Und das den uns auch extrem weiterbringt. So. Wir machen weiter. Müssen wir dann mal gucken, wie viel das wir haben. Weil das müsste es dann doch schon einiges sein. Dann hätte ich gesagt, mach mal einen Rest am Ende der Folge. So, wir haben, naja, 2,5 Stacks. Müsste jetzt erstmal reichen. Bin schon mal froh, dass hier nicht so viele Kakteen rumstehen. Dass die sich selber dezimieren. Aber hier sehe ich schon mal keinen Clay oder keinen Clay mehr. Da hinten sehe ich auf jeden Fall auch ein. So, was ich mir jetzt angewöhnen kann, ist auf jeden Fall das, was ich abbaue. Wieder mit Erde aufzufüllen. Wenn es Sinn macht. Natürlich. Wird jetzt gesagt, wir gehen jetzt noch zum nächsten Teich. Uah. Ja, ist ja gut. Tauch ja schon auf. Hab gehört, Luft fällt dir. Weiß, deine Lungen haben sich daran gewöhnt. So, das heißt, wir sind jetzt am, gehen jetzt zum nächsten Teich. Ich habe hier weiße Pferde, braune Pferde, schwarze Pferde. Richtig coole Gegend in der Hinsicht. Ein Schimmel ist ein weißes, ein Hengst ist ein schwarzes. Braunen weiß ich gar nicht, ob die auch ein, die haben bestimmt auch einen Namen. Kenne nur Black Fury. Und nein, ich meine den nicht von Marvel. Da ist Nick Fury, nicht Black Fury. Leicht pervers, diese Schaufel. Aber pervers, cool. Dort, da haben wir jetzt dort. Sogwirkung ist extrem. So, dann nach oben. Habe ich hier noch irgendwas liegen lassen? Weiter. Da hinten haben wir auch noch was. Das ist sehr schön. Also den Clay. Gott. Das ist ja fast angenehmer im Wasser zu arbeiten. Sieht es schon irgendwann kommen, dass ich irgendwann mir eine Schaufel baue, die wo langsamer ist.
Einfach weil ich es kann. Au. Ja, aber dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass ich mal irgendwann noch eine zweite habe. Ja, wobei ich habe ja irgendwann auch noch die große. Da kann man ja dann mal irgendwann überlegen, ob man, wenn wir Silk Touch so richtig haben, ob man dann auch noch eine Schaufel mit Silk Touch macht. Ja, macht ja dann auch teilweise Sinn. Ja, da kann man Clay halt abbauen in richtigen Blöcken, Gras abbauen, Mushrooms abbauen. Man muss es nicht die ganze Zeit mit der Picke machen. Okay, also ich hätte gesagt, das müsste jetzt eigentlich hoffentlich reichen. Gut. Wollen wir das sagen? Ich habe wieder meine obligatorische Schlucht gefunden. Aber so schlimm ist es nicht. Auf jeden Fall komme ich da runter und auch wieder rauf. Also die Jungs sind runtergekommen. Naja, hätte man euch gezeigt, wie man Werkzeuge verwendet, kommt man auch wieder rauf. Weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Häuschen. Spawnen da dann eigentlich die Dinge, wenn es da ist? Das heißt, wenn die in irgendeine Schlucht reinfallen, vermehren sich die wie Karnickel? Also. Wir haben jetzt schon mal Clay. Wir haben schon mal Sand. Schon mal ein Riesenvorteil. Das heißt, unser zweiter Coke-Ofen ist nah. Dass ich ein Sandwich esse, ist näher. Yam, yam. Dass ich überhaupt richtig laufe. Ich glaube schon. Ah, au. Ich hoffe, dass mir nicht die Kohle ausgegangen ist. Nein. Gott. Ja, der baut schon Kohle auf. Ah, ich bin auf dem Weg. Ich laufe, ich renne. Wie gesagt. Von den Dingern ist es momentan egal. Zu viel gibt's nicht. Also ich brauche von denen noch mindestens nochmal zwei. Okay, also wir haben jetzt. Das da. Das da. Jawohl. Komm noch ein. Dann haben wir doch da das meiste weg. So, dann heißt es jetzt, da kommen zwei und nicht da, da kommen 32 rein, da kommen 32 rein. Da kommen 32 rein. Die restlichen 9 schmeiße ich jetzt erstmal hier in die Kiste. Bin sie dann nicht mehr. 1, 2, 3. Und dann hätte ich gesagt, Burn, Baby, Burn. Habe ich hier noch ein Sapling? Dann habe ich hier noch, nee, Holzcut dahin. Dann kommst du da rein. Du kommst da rein.
So, ein bisschen Clay habe ich dabei, das passt. Das soll laufen. Das ist auch gut. So, mein Problem ist jetzt eigentlich Ära. Ja. Ich brauche jetzt noch genau 5 Stück. Nee, 6 Stück. Drei Stück macht der. Dann habe ich meinen zweiten. Aber dann kann ich auch die nächste Kohle laufen lassen. Na komm, achso, 24 haben wir schon. So, dann muss man jetzt dann gleich mal gucken. Brauche auf jeden Fall Kohle. Wie schaut's denn aus mit dem Silber? Ich habe hier 13 Silber. Wie schaut es hier aus? Ich habe hier 4 Silber. Dann hätte ich mir gesagt, du da rein. So, jetzt haben wir 17. Kann ich dich einfach schmelzen? Ja. So, dann wird es halbiert. Kommt da einer rein. Einer rein und schon erbert alles. So, das heißt jetzt, wir brauchen um in Simple Solar Boiler zu machen, 2 davon. Davon habe ich welche da? Einen. Ach, draußen haben wir noch einen. Ja, das sind genau 2. Super. Genauso viel brauchen wir. Ja, Gott sei Dank nicht durchgeschmissen. Ja, zum Verbraten für sonstige schöne Sachen. So, dann machst du mal die draus. Und dann kann der sowieso mal wieder Dampf aufbauen. Und der zweite Kochofen müsste online gehen. Jawohl. So. 410. Immer da, wo ich am meisten habe. Und es laufen ab jetzt 2. Perfekt. Das heißt, das Kohleproblem dürfte erledigt sein. So, und wir brauchen noch Glas. Und ich merke gerade, dass das dass ich da gleich ein Lava-Problem bekomme. Schauen wir mal. Legen wir uns mal schnell hin. Was ich euch mal fragen wollte, diese Speed-Ups, was ich momentan mache, ist das, ist die Geschwindigkeit angenehm? Ich bin momentan so bei 5-fach. Das letzte war jetzt, glaube ich, 6-fach. Oder die letzten waren jetzt mal wegen 6-fach. Schreibt mal so in die Kommentare, was besser ist. Dass ich da mal ein bisschen, wenn der sagt nämlich, nee, machen wir ein bisschen langsamer.
Man sieht nichts. Dann kann ich natürlich auch tun. Und wie gesagt, was ich ja auch jetzt dann habe ich vielleicht schon gemacht, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich nehme mir voraus ein bisschen auf. Vor allem, weil ich halt merke, dass bei mir eine Erkältung sich anbahnt. Dass ich schaue, dass ich so weit Content aufnehme. Da ist die Treppe, dass ich auch ein bisschen Material habe. Und wenn ich zu viel Material habe, ist das auch kein Problem. Gibt es halt öfters Folgen. Aber ich darf halt nicht vergessen, ich habe auch noch Modern Sky. Da muss es ja auch noch weitergehen. Müsste auf jeden Fall auch mal jetzt noch mal eine neue Lavaquelle suchen, dass ich mir mal Obsidian mache. Dass man dieses diesen Gang auch schon mal erledigt haben. Mal raus. Ja, das ist eigentlich so ein ganz ganz brauchbarer Weg. Und ich sehe halt gerade, dass ich meine Felder schon wieder ernten könnte. Ja, ich brauche nämlich, ja, ich habe es mir nämlich gedacht, ich brauche nämlich 6 Stück. Der muss auf jeden Fall auch laufen. So, da baut sich Steam schon wieder auf. Kann ich mir dann mal was überlegen, ob ich das auch ein wenig automatisiere? Ja, okay, aber ich habe momentan noch zu wenig Holz, dass ich jetzt sagen kann, okay, wir lassen den mal richtig laufen. Aber ich habe auf jeden Fall noch genügend Hopper da. Und Kisten bekommt man ja auch. So, ich glaube, ich hätte. Ich sollte mal aufhören, den Kompressor zu verwenden. Also das, solche Sachen sind jetzt halt dann immer wieder was, ne, dass ich es halt dann auch mal offscreen mache. Könnt ihr mir mal schreiben, was für euch am sinnvollsten ist, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal Sachen offscreen. Wie gesagt, buddeln mache ich gerne. Problem ist halt, braucht halt Speicherplatz. Das ist halt das Problem, was ich halt momentan fast nicht habe. Ich hoffe, dass diese leidige Geschichte bald ein Ende findet. So, sei mal bitte so nett und gib mir auch noch mein Birchwood Sapling. Nee, natürlich nicht. So, aber ich habe hier welche. So, dann stecken wir die wieder dahin. Das war ein Dark Oak.
Den Ochs lasse ich einfach mal hier liegen. Ist mir egal. Davon habe ich genügend. So, mein Problem ist jetzt halt momentan. Moment einmal, ich habe doch da roten Sand, habe ich momentan nicht so viel da. Kann ich den verwenden dafür? So, was haben wir noch alles für Zeug einstecken, was weg kann? Schwarzsand. Also den Quarzsand schmeiße ich mal da unten rein. Also der braucht richtig, der braucht da auch richtig Power. Und ich muss mir auf jeden Fall auch überlegen, wie wir das Problem angehen. So, dann heißt es jetzt, bevor ich jetzt dumm rumstehe, wir machen noch was anderes. So, und zwar, ich brauche für den Tank hier, brauchen wir einen Tree Tap. Und den da. Und dafür brauchen wir jetzt einen kleinen, zwei mittlere, einen großen. Das heißt, wir bauen uns davon vier, davon zwei, davon zwei. Und so muss ich jetzt auch denken. So, langsam drücken, kriegt man auch alles raus. Also, das heißt, wir bauen jetzt, ups, von dir sechs Stück. Vom Large. Zwei Stück, ich brauche drei. Seht ihr schon kommen? Brauche bald den nächsten. Okay, dann habe ich jetzt da drei. Also das heißt, ich brauche drei. Dann brauche ich jetzt auch von. Nee, von dir habe ich sechs Stück. Wenn ich von dir sechs Stück habe. Ja, ich weiß, Assembler ist ein bisschen günstiger. Brauche ich jetzt von dir auch und jetzt brauche ich vom anderen 12. Von dem da. Müsste eigentlich noch dran denken, dass ich. Auch noch Ding machen muss, dass ich auch noch Zuleitung brauche. Macht ja fast am meisten Sinn, die dicken zu nehmen. So. Platz ist jetzt was? Ach, das Soft Mallet. Da haben wir noch ein paar. Jawohl, Hammer. Das heißt, wir holen uns noch mal sechs Stück.
Habe ich noch? Zwei? Jawohl, habe ich. Perfekt. Und wir können das aufräumen. Schon wieder dunkel, jawohl, ist es. Eigentlich der Standard, wenn ich rausgucke, ist immer dunkel. So, dann heißt es jetzt da Kohle reinschmeißen. Dann hätte ich gesagt, wir bauen uns einen Tree Tap oder beziehungsweise gleich mehrere. Das heißt, ich brauche jetzt noch sechs Holzschrauben. Die müsste ich hier haben. Zwei, vier, sechs. Jawohl, Hammer. Und das heißt jetzt für mich, ich hänge die jetzt mal hier an die Wand hin, bis es vielleicht Sinn macht, mal die zu verwenden. So, da haben wir Silber drin, das Silber nehmen wir raus. Dann heißt es jetzt hier die Säge, hier die Pfeile, der da dahin, der da dahin. Und der Tree Tap ist weg. Wie gesagt, macht mehr Sinn, das Holz zu nehmen. Wenn wir dann bei der Energie angekommen sind, bei LV, versteht ihr auch warum. Und zwar, ich brauche Doppel für dich. Nein, für dich. Auch Double und zwar drei Stück. Machen wir gleich sechs Stück. Nee, geht nicht. Zu wenig. Zu wenig Silber. Ja, dann ist es auch wichtig, dass ich meinen Lack da hochkriege. So, das heißt, ich brauche drei Glas. Das heißt, das Glas muss auch noch da draußen fertig werden. Und ich habe doch, glaube ich, dann. Ich habe nur noch zwei, ne? Das heißt für mich, ich muss momentan schauen, dass ich hier mal das Glas durchkriege. Sekunden. Wie lange braucht der dafür? Aber ja, weil der schnullt richtig. Ich hoffe, dass ich die alle durchkriege, bevor das Team ausgeht. Schade, dass das Glas nicht richtig angezeigt wird. Und von dem Glut brauche ich auch noch was. Das heißt jetzt aber auch, wir haben jetzt gleich diese Quest auch noch abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir die Schüssel. Und wir machen Glas draus. Und es hat Kling gemacht. Sehr schön. Ich nehme mir natürlich gleich weiteres Glas. Und Kekse. Ich bin fleißig, ich habe mir Keks verdient. Und schon ist der ganze schöne Dampf, den ich eigentlich für die Bronze noch aufheben wollte, beim Teufel. Aber ich habe gerade nicht dran gedacht. Ich bin erst ein bisschen Gaga im Kopf.
Wir haben doch eine neue Möglichkeit. Jawohl. Ich weiß es nur nicht, ob ich sie ausprobieren soll. Ja, doch, einmal müsste gehen. Und zwar, ich schmeiße jetzt in den Forgehammer 3 von diesen schönen Ingots rein. Ich hoffe, dass der interne Buffer genügend hat. Und aus 3 kriegt man 2 Platten. Hätte ich nicht bei Silber mal daran gedacht, dann hätte ich da eventuell sogar einen zweiten bauen können. So. Wiedersehen. Du kommst dahin. War ja noch. Zwanzig Sekunden. Wir tun mal den da raus. Den schmeiße ich jetzt mal mit hier rein. Das kommt auch noch hier mit rein und mein Inventar ist schon wieder voll wie Sau. Ja, der Wahnsinn. So, das heißt jetzt dann, was sollten wir brauchen? Eigentlich bräuchte ich den. Aber ich bin leider noch nicht so weit. Mit Stahl Rods würde es mehr geben. Okay. Mit Gringold Green Slime würde es 2 geben. Mit Purple Slime wird es sogar 4 geben. Achso, Stainless Steel. Brauche aber da gar nicht drüber nachdenken, weil ich habe keinen Stahl. Das wird ja auch am wenigsten Sinn machen, weil Eisen kann ich momentan. Eisen ist kein Problem mehr. Das ist einfach nur, die Öfen müssen laufen, dass ich Quicksand kriege, dass ich da draußen durchbrennen kann. Momentan am Anfang auf Beiprodukte zu achten, bin ich der felsenfesten Überzeugung, ist Humbug. So, jetzt hoffe ich noch, dass ich wenigstens den noch hinkriege. Small Bronze, 2 Stück. Die Hammer. Und ich hoffe, dass ich jetzt für dich der dritte ist hier, dass wir einen Brick Bronze Hall haben. Danke. Da kommst du dahin. Da kommst du hierhin und du kommst hierhin. So, und bevor ich jetzt überhaupt anfange, okay, er hat noch nicht viel Hitze auf, er baut nicht viel Hitze auf, aber ich hole mir erst Wasser. So, das heißt jetzt für mich dann aber auf jeden Fall, wir haben dann gut zu tun. Natürlich habe ich viel zu viel Schwachsinn wieder einstecken. So. Die Sticks machen auch keinen Sinn. Wobei die Sticks machen mehr Sinn als der Stone Dust. Nee, ich brauche auch Stone Dust. Darf ja nicht vergessen. Ich brauche für meinen ersten Blast Furnace brauche ich ja Stone Dust. Und ich weiß noch nicht, aber ich glaube, ich habe noch nicht genügend. So,
Ja. Muss ich auf jeden Fall dann mal darauf achten, was mir das dieses Teil hier bringt. So, wir schließen dich schon mal. Ah. Das ist sehr gut, dass du noch nicht verbunden bist. Da war ja mal was. So, und dann baut der jetzt sozusagen tagsüber halt was auf. Und je öfters, dass ich halt Silber bekomme, umso mehr kann ich mir davon bauen. Umso mehr macht es Sinn. Und die werden dann aufs Dach gesetzt und werden dann nach unten geleitet. Man sieht es halt, ne? Er baut jetzt auf. Ja, und schon ist das, was ich mir eingebildet habe, für einen Hintern. Aber das kann ich, ich kann es daneben aufstellen. Ups, ich kann es hier dann dran machen. Das Wasser. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt richtig Holz. Wir machen mal 26 Stück. So, und jetzt wird auf jeden Fall eine Feile ziemlich runtergehen. Ich brauche. Was brauchen wir denn? Ich brauche für die Quest 52 Eisen-Ingots. Gott. Heißt, wir rennen mal schnell nach außen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei, die wo Dampf liefern. Das heißt, das wird auch besser. Daran denke ich ja schon mal gar nicht. Weil, wie gesagt, es muss irgendwann muss das soweit sein, dass ich dann da, autark bin, dass ich auch Steam-Maschinen die ganze Zeit laufen lassen kann, ohne überhaupt drüber nachzudenken. Hatte ich nicht vorhin noch? Ach nee, ich habe die Sticks liegen lassen. Da war ja was. So. 52. Die haben wir mal. Dann brauchen wir 26 Sticky Resin. Die sind überhaupt kein Problem. Ich sammle mehr die ganze Zeit. Und jetzt brauchen wir noch einen Hammer. Der dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Das Problem ist das Holz. Okay. Zu wenig. Dann kommst du dahin, du kommst dahin und wir drücken drauf. Nächste Problem wird sein, dass der Hammer kaputt geht. Sehr schön. Ja, aber der hat ein bisschen mehr Durability. So, aber wir haben unseren schönen Tank fertig. So, wir werden diese Rohre nicht reichen, weil ich kann es ja nicht hierhin machen. Ja, wobei ich könnten, ist doch auch eine Idee, oder?
sagen, am besten kann ich dich jetzt nicht mehr abbauen. Dann wär's erst richtig gut gewesen. Ich stelle nur gerade fest, macht ja keinen Sinn, das so zu machen, oder? Beziehungsweise im Moment. Muss mal testen. Doch, funktioniert. Gut, dann die Fackel muss nur weg. So, weil, was haben wir gelernt? Der darf nur rein, der darf nur rein und da darf nichts raus. So, dann wirst du verbunden. Dann wirst du auch verbunden. Ah, hier brennt auch nichts. Wirst du auch noch verbunden. Oh, und jetzt haben wir sozusagen auch noch einen Wasseranschluss an unseren beiden Boilern. Bis die erstmal vollgelaufen sind, wird es einige Zeit dauern. Aber ich kann mir jetzt sogar mal erlauben, dass ich zwei von denen gleich mache. Weil ich habe jetzt ja auch zwei Speicher. Und das heißt, der arbeitet dann auch hervorragend weiter. Ja, da hinten wird nicht mal annähernd leer. Das heißt, es macht dann auch irgendwann Sinn, natürlich auch dann bessere Pipes zu verwenden. Gut. Und wir arbeiten gerade mit Hochdruck dran. Den nächsten Coke-Ofen fertig zu kriegen. Ist doch auch was. Gefällt mir. So, den Solarboiler, den wo ich da drin habe. Solar. Boiler. Den haue ich mir jetzt auch hier rein. Das heißt, ich brauche da noch mehr. Aber für den habe ich ihn fertig. Den Water Tank habe ich fertig. Und den Coke Oven Brick. Den habe ich auch fertig. Das heißt, mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Simple Extractor. Da kümmern wir uns das nächste Mal aber definitiv drum. Denn in der Folge sind wir jetzt eigentlich soweit am Ende. Wie gesagt, ich gehe jetzt schön brav Erzadern suchen. Hoffe, dass wir einen Lapis finden. Und der hier kann gemütlich in aller Ruhe weiterarbeiten. Und wir haben hier eine kleine Automation, dass man einigermaßen zufrieden sein kann. Ja? Ja? Na doch, jetzt baut der Steam auf, weil der den abgedrückt hat. Alles klar. Ist doch super. Genau. So, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns, wie das ist. Nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.